Hi und herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play auf meinem Kanal Simortality. Ich freue mich sehr, dass ihr heute wieder dabei seid, wenn wir uns auf eine kleine Zeitreise begeben und uns auf den Weg in die wunderbare Welt von Die Sims 2 machen. Wir reisen quasi vom Jahr 2022 in das Jahr 2004 bis 9 oder so. Ich bin mit dem Spiel aufgewachsen. Es war der allererste Sims-Teil, den ich als Kind aktiv gespielt habe. Und nachdem ich ein kleines bisschen süchtig war, wenn ich ganz ehrlich bin. Und dementsprechend hängen da bei mir natürlich auch eine Menge Erinnerungen und richtig viel Nostalgie dran. Und genau deshalb freue ich mich auch unglaublich auf dieses neue Let's Play und hoffe, dass es euch wenigstens ein bisschen auch so geht. Falls euch dieses Video gefällt, würde ich mich sehr, sehr über einen Daumen nach oben freuen und natürlich auch über ein Abo, wenn ihr eins da lassen möchtet. Aber jetzt würde ich sagen, erstmal genug Einleitung. Wir starten in die Sims 2. Ich wünsche euch ganz, ganz viel Spaß mit diesem Let's Play. Und da sind wir auch schon im Hauptmenü von Die Sims 2 und ich, allein schon die Musik macht mich gerade so glücklich. Ich weiß nicht, denjenigen von euch, die es auch früher gespielt haben, geht es wahrscheinlich genauso. Ja, hier sind erstmal die Mod-Scripts und da sind wir auch schon. Ich muss sagen, das ist jetzt so ein Custom-Hauptmenü, also der Hintergrund, den habe ich mir irgendwann mal runtergeladen, letztes Jahr oder so. Und ich fand den eigentlich ganz schön, deswegen habe ich den mal behalten. Und oh mein Gott! Ich kann es gar nicht glauben, dass wir jetzt wirklich Sims 2 spielen. Ich habe das Gefühl, ich plane dieses Let's Play seit gefühlt Jahren. Wahrscheinlich sind es nur Monate, aber es fühlt sich sehr lang an. Ja, und hier haben wir jetzt mal die drei ikonischen Sims 2 Nachbarschaften. Schönsichtingen, Merkwürdighausen und Veronaville. Und ich war mir ganz lange nicht sicher, wo ich spielen möchte. Aber ihr habt mir in den Kommentaren die Entscheidung deutlich leichter gemacht und mir gesagt, wo ihr gerne spielen wollen würdet. Und das war Veronaville tatsächlich. Und genau da würde es uns heute hin verschlagen. Die Familien Kappe und Monty haben sich jahrelang bekämpft, doch die junge Generation hat sich nun gegen die alten Traditionen gestellt und der Liebe eine Chance gegeben. Wird die junge Liebe im Chaos enden oder werden sich die beiden Familien versöhnen? Das werden wir mal sehen. Mein Plan, also ich habe noch nicht so richtig einen Plan, aber der Plan, den ich jetzt schon habe für die nächsten oder für die ersten paar Episoden dieses neuen Let's Plays, ist auf jeden Fall mal die Scripted Events durchzuspielen, weil ich das tatsächlich noch nie gemacht habe. Ich habe früher, als ich exzessiv Sims 2 gespielt habe, habe ich eigentlich die Townies nie angefasst. Ich habe immer eigene Sims erstellt und deswegen habe ich auch noch so gar keine Ahnung von den Familien, von den Scripted Events und was da eigentlich so abgeht. Und dem möchte ich mich jetzt in den ersten paar Folgen auf jeden Fall mal widmen. Und meiner Recherche zufolge müsste die erste Familie dann sein, die Familie Kappe. Hier, die wohnen da, genau. Dann haben wir, was haben wir hier denn noch für Familien? Martinez? Warte mal, habe ich die irgendwo mal einziehen lassen vor Ewigkeiten und weiß es nicht mehr? Das könnte sein, ich weiß es nicht. Aber so die normalen Familien sind jetzt mal... Ja, die kenne ich auch nicht. Ich glaube, ich mache hier eventuell schon mal. Es liegt auch Schnee, fällt mir jetzt gerade erst auf. Ich hätte das nochmal überprüfen sollen, aber okay. Wir haben auf jeden Fall Familie Kappe, Familie Sommertraum und auf der anderen Seite... Familie Monty. Moment, haben wir tatsächlich nur drei? Ich glaube, es sind hier tatsächlich nur drei Townie-Familien. Okay, wir starten aber auf jeden Fall bei Familie Kappe. Muss ich hier noch irgendwas hinzufügen? Ich glaube, das machen wir dann einfach im Laufe des Spiels. Wir starten bei Familie Kappe und spielen einfach mal die Scripted Events durch. Ich glaube, nach Familie Kappe, nach Familie Kappe kommt vermutlich Familie Monty und dann die Sommertraums. Aber die genaue Reihenfolge muss ich mal nachschauen nochmal. Aber den Anfang machen wir auf jeden Fall mit den Kappes. Juliette Kappe hat sich in das Goldkind des rivalisierenden Monty-Clans Romeo verliebt. Kann Familie Kappe die Fehde vergessen, damit Juliette glücklich wird? Wir werden sehen, wir werden sehen. Oh mein Gott, ich bin ein bisschen aufgeregt. Ich habe, wie gesagt, diese Scripted Events noch nie gespielt. Ich habe auch gelesen, dass sie teilweise verbuggt sind. Ich hoffe einfach, dass alles funktioniert. Das wäre richtig sad jetzt. Okay. Also, wir... Hätten wir erst Familie Monty gemusst? Nee, ich glaube nicht. Oder wo ist denn Juliette gerade? Nee, passt schon. Wir sind auf jeden Fall auf dem richtigen Grundstück. Oh mein Gott. Ich muss mich auch voll wieder an die Steuerung gewöhnen. Das ist so abgefahren. Ich will mich erstmal umgucken, glaube ich. Ich bin so hyped und so von Endorphinen durchströmt gerade. Also, das ist das Anwesen der Familie Kappe. Fancy, fancy. Oh mein Gott, diese Zufahrt ist ja unfassbar lang. Die brauchen ja Stunden, bis sie zur Fahrgemeinschaft kommen. Aber richtig hübsch hier, sogar mit einer kleinen Parkanlage. Hier zwei Teiche. Mhm. Und ich liebe den Steinboden. Das war früher immer mein absoluter Lieblingsbodenbelag für den Garten und Terrassen und sowas. Hier haben wir sogar einen kleinen Friedhof. Hirot Carsten, Mechthild, Octavius, Anton, Kleopatra Kappe. Okay.
Calpurnia Caesar. Ach, okay, hier ruht Julius Caesar. Alles klar. Wusste ich jetzt nicht, dass der hier begraben wurde, aber alles klar. Wobei macht ja irgendwie auch Sinn, ne? Weil Verona will ist ja in Italien, aber okay. Ich müsste mal googeln, ob Julius Caesar tatsächlich in Verona bestattet wurde. Ich weiß nicht. So weit reicht meine geschichtliche Bildung dann auch wieder nicht. Also sie reicht überhaupt nicht besonders weit, will ich damit eigentlich ausdrücken. Jetzt gucken wir uns mal das Haus an. Wer wohnt denn hier überhaupt? Wir haben Kai Kappe, Theobald Kappe, Juliette Kappe und Hermia Kappe. Wie komme ich denn hier nochmal zum Stammbaum? Hier. Ich muss mich erst wieder an alles gewöhnen. Ah, okay, also die Eltern von, ach, Hermia, Theobald und Juliette. Kann ich sie einfach Julia nennen? Ich weiß nicht, wie ich das aussprechen soll. Ich kann mich gerade nicht entscheiden. Auf jeden Fall sind die Eltern Cordelia und Carsten, die sind schon tot. Ach so, okay. Aha, und Carsten hat den Namen von seiner Frau angenommen. Sibylle Sturm und Prospero Sturm, alles klar. Und die Frau von Kai hieß Contessa. Okay, alles klar. Aber das ist schon mal gut zu wissen, dass er der Großvater ist und die drei sind alles Geschwister. Hermia, Theobald und Julia. Ich nenne sie jetzt Julia. Sie ist jetzt Julia. Juliette ist so lang einfach. Oder Juli. Wir können sie auch Juli nennen. Wir können ihr auch einfach einen Spitznamen verpassen. Okay, also und Romeo ist auch gerade hier. Romeo Monti. Da hinten steht der Großvater Kai. Oh, der hat aber auch hier einen schicken Schlafbereich. Was sind da für Urnen? Wer lebt hier nicht mehr? Cordelia und Contessa. Wer war nochmal Cordelia? Das war seine Tochter, oder? Genau, Cordelia und Contessa sind seine Tochter und seine Frau. Mhm. Ich muss hier erstmal hier in die Lore eintauchen. Und dann haben wir hier drüben Theobald und Hermia. Alles klar. Und soweit ich weiß... Achso, wir können auch noch kurz den ersten Stock gucken, ne? Ah ja, okay, hier sind Einzelbetten. Nur Einzelbetten. Naja, das wird dann nichts mit übernachten, Romeo. Das tut mir leid. Romeo, mein Romeo. Du musst leider nach Hause gehen. Okay, soweit ich weiß, ist unsere Aufgabe, diese Wünsche hier zu erfüllen. Sie möchte eine feste Beziehung mit dem lieben Romeo eingehen. Was haben wir denn hier sonst noch für Wünsche? Hermia möchte allererster Kuss mit Pete. Ich glaube, das ist einer von den Sommertraums. Oh Gott, ich muss mich hier wieder umgewöhnen, weil hier ist es so, mit Rechtsklick kann man die Wünsche einloggen und bei Sims 3 löscht man sie mit Rechtsklick. Das wird noch spannend. Was möchte Theobald? Er will eine Party veranstalten und in die Politikkarriere kommen. Ach, der ist schon ein Erwachsener. Nee, der ist ein Teenager. Aber er will schon in die Politikkarriere gehen. Sehr, sehr ehrgeizig. Okay. Ja, ich würde sagen, wir konzentrieren uns jetzt mal auf Romeo und Julia. Und, Gott, wie fängt man das denn hier nochmal an? Sollen wir erst flirten? mach doch hier mal, weiß ich nicht, Händchen halten? Verknallt sind die ja schon. Genau, die sind verknallt. Ach, ist das süß. Okay, Moment. Ich muss natürlich auch Bilder machen und diesen Moment festhalten. Wie macht man das nochmal in Sims 2? Es ist echt schwierig. Okay, Fotomodus haben wir schon mal gefunden. Ah ja, und die gleichen Befehle wie in Sims 3 funktionieren hier auch. Das ist schon mal gut zu wissen. Dann können wir hier ordentlich einmal beobachten. Oh! Schnappschüsse werden im Geschichteneditor gespeichert. Ja, danke. Den Hinweis hätte ich jetzt nicht gebraucht, aber okay. Trotzdem danke. Oh, oh nein, und jetzt sind wir gleich wieder weggeflogen. Das ist natürlich sehr unpraktisch. Ja, die Steuerung, da muss ich wieder reinkommen, glaube ich. Aber wie auch immer, es macht Spaß. Es macht Spaß. Okay, also sie haben jetzt gerade Händchen gehalten. Streicheln? Och, cute. Oh, die Interaktionen sind aber auch so unfassbar niedlich in Sims 2. I love it. Es ist nur schade, dass ich hier nicht in diesem Modus bleiben kann. Moment, aber ich kann näher hin, oder? Ja, es ist aber auch eine blöde Perspektive, muss ich sagen. Naja, dann muss es irgendwie so gehen. Was kann man denn noch hier umarmen? Romantisch? Hatten die beiden ihren ersten Kuss schon? Da kann man hier in den Erinnerungen nachgucken, oder? Wo sind nochmal die Erinnerungen bei der Simologie? Erinnerung. Oh, sie hatte den ersten Kuss schon. Allererster Kuss mit Romeo. Hm, okay, ich dachte, schade. Ich dachte, wir können vielleicht den ersten Kuss noch sehen. Aber vielleicht können sie sich einfach trotzdem hier einmal romantisch küssen für uns. Oh, und so wird euch Verknalltheit Liebe. Oh, süß. Süß, süß, süß. Wie macht man dann jetzt hier vorschlagfeste Beziehung? Wir machen jetzt mal vorschlagfeste Beziehung. Aber hallo.
Und davon brauche ich aber dann hier auch ein Bild, ne? Oh ja, er ist jetzt auch verliebt. Cute. Oh nein, ich bin wieder weggeflogen. No. Genau. So, jetzt machen wir die Wände wieder runter. Und jetzt sollte eigentlich was passieren. Oder habe ich hier was falsch gemacht? Nee, mach mal rumschmusen vielleicht. Warum hat er jetzt eine schlechte Erinnerung? Willst du mich eigentlich hier verarschen, Romeo? Okay, also sie sollten jetzt, glaube ich, wenn sie rummachen, sollte, glaube ich, mit Theobald was passieren. Sehr leidenschaftlich. Okay, er boxt seinen Großvater. Aber er sieht jetzt nicht so aus, als würde hier gleich hergestürmt kommen, ehrlich gesagt. Oder? Geht ihr jetzt pennen? Oh, ich glaube, es ist kaputt. Ich glaube, dieses Event ist kaputt. Weil meinen Informationen nach sollte Theobald rausgerannt kommen und Romeo verprügeln. Aber da ist jetzt irgendwie nichts passiert. Das ist ein bisschen schade. Julia, was machst du denn? Sie geht einfach jetzt ein Sprudelbad nehmen. Ist das dein Ernst? Ja, dann geh baden, Fräulein. Dann geh mal baden. Okay, und Romeo steht jetzt hier drin in der Höhle der Löwen quasi. Was tut ihr da? Die spielen jetzt irgendwie mit einem Ball? Ach Mann, ich meine, ich war ein bisschen darauf vorbereitet. Ich habe gelesen, dass das Event oft nicht funktioniert, aber es ist natürlich super schade, dass es jetzt ausgerechnet in der ersten Folge gleich nicht funktioniert. Ja, aber es ist jetzt auch keine große Überraschung, ganz ehrlich. Was ist denn eigentlich heute für ein Wochentag? Heute ist Samstag. Ach, da steht es ja auch genau. Oh, ich muss mich so wieder umgewöhnen. Samstag 19:55 Uhr. Julia ist natürlich Privatschülerin. Okay, und was mit den anderen? Hermia ist auch Privatschülerin, aber Julia ist richtig gut. Die steht einfach auf einer 1 und wird in 9 Tagen zum Erwachsenen. Und Hermia, ach, die Hermia ist die jüngere Schwester. Ah, okay. Und Theobald steht auf einer 3-. Theo. Da müssen wir aber hier noch was machen. Vor allem, wenn du aufs College gehen willst, ne? Also so wird das nix. So wird das jedenfalls nichts. Oh, oh. Ah, vielleicht sehen wir hier jetzt doch noch ein bisschen Action. Och, Romeo, muss das sein? Oh, was ist das? Ich bin sehr froh, dass ich diese Spieleaktivität ausprobiert habe. Das hat Spaß gemacht. Das freut mich. Passiert hier jetzt noch was? Oh, sie schubsen sich noch ein bisschen mehr. Oh, sind sie jetzt Feinde geworden? Moment, das muss ich überprüfen. Wo ist er denn? Wo ist er denn? Hä, wieso finde ich Romeo hier nicht? Ich sehe den hier nicht. Moment. Doch, hier. Minus 57. Ah ja, ich kenne diesen Sim kaum. Aber wenn wir mehr Zeit miteinander verbringen und uns besser kennenlernen würden, könnten wir sicher Freunde werden. Ja, so wird das auf jeden Fall nichts. Das kann ich euch schon mal sagen. Okay, ich glaube, wir müssen jetzt ein bisschen auch um die Bedürfnisse kümmern. Daran muss ich mich auch erst wieder ein bisschen gewöhnen. Kann irgendjemand von euch kochen? Keiner von denen kann kochen. Ist das euer Ernst? Julia. Julia, du lernst jetzt kochen. Und zwar gibt es, ja, Nudeln mit Käsesoße, Mac and Cheese. Was anderes können wir nicht machen. Wo bist du denn? Ach, die ist hier oben am PC. Okay, wir versuchen jetzt mal zu kochen. Und ich hoffe, dass wir nicht gleich alles niederbrennen. Oh, die beiden sind immer noch gemein zueinander. Das war ja klar. Ach, Leute. Boys will be boys. Vielleicht sollten wir Romeo bitten zu gehen. Oh nein, er weint! Er weint jetzt. Ganz toll. Schau, was du gemacht hast, Theobald. Oh, wo bin ich denn jetzt? Wo bin ich denn jetzt hingeflogen? Okay. Ich wollte doch nur ein Foto von ihm, wie er gerade heult. Das muss doch möglich sein hier. Okay. Schau, was du gemacht hast, Theo. Du hast ihn zum Weinen gebracht. Das ist nicht okay. Das ist absolut nicht in Ordnung. War ein schönes Bild. Sehr schönes Bild. Ich komme hier noch nicht ganz klar. Warum bin ich jetzt so weit weg von Julia? Weiß man nicht. Aber gucken wir mal, ob sie es schafft, Nudeln mit Käsesoße hier zu zaubern. Was hat sie denn für Ängste? Ängste sind auch sowas Cooles. Ich verstehe nicht, warum es sie nicht mehr gibt. So, ich meine, in Sims 3 gab es ja auch schon keine Ängste mehr. Und in Sims 4 gibt es auch keine richtigen Wünsche mehr. Soweit ich weiß, kann man die ja deaktivieren, warum auch immer. Und es sind auch irgendwie nur so kleinere Wünsche, diese Whims. Also irgendwie habe ich es nicht so... Ich weiß nicht, was das für eine Neuerung sein soll, ehrlich gesagt. Aber okay. Ich finde es auf jeden Fall cool, dass es hier noch Ängste gibt. Sie hat Angst, sich von Romeo zu trennen. Und sie hat Angst, dass sie die Gefühle für Romeo verliert und dass er stirbt. Oh, das ist ja super süß. Ach, Julia. Richtig cute.
So. Gott sei Dank haben die hier so einen hochwertigen Herd. Dann ist die Wahrscheinlichkeit ein bisschen geringer, hoffe ich, dass sie einfach alles abfackelt. Oh, es blubbert voll. Oh, die Geräusche machen mich hungrig. Nee, es sind nicht die Geräusche. Ich glaube, ich war vorher schon hungrig. Sie hat es geschafft, sie hat es geschafft. Okay, und sie serviert gleich für alle, oder was? Ah, das hatte ich auch nicht mehr auf dem Schirm, dass das so war. Sehr, sehr cool auf jeden Fall. So, kommt ihr... Was macht sie denn? Oh mein Gott, man kann auf dem Sofa springen. Das ist auch... Das habe ich auch komplett vergessen gehabt. Aber ist auch gefährlich jetzt neben den beiden Urnen, ne? Ich weiß nicht, ob das die beste Idee ist, ehrlich gesagt. Richtig cool. Kommen die anderen jetzt zum Essen oder nicht? Also Hermia, du könntest jetzt mal hier zum Essen kommen. Theo? Was macht Theo bald denn? Schubsen? Müsst ihr euch jetzt schon wieder schubsen? Okay, Moment. Ich sag noch ganz kurz, wie heißt der nochmal? Kai. Ich will immer Karl sagen. Wer heißt Kai? Komm mal zum Essen, Karl. ja, und hier geht's schon wieder ab zwischen den beiden. Das war ja, das, ihr könnt euch einfach nicht zusammenreißen hier, ne? Oh, der arme Romeo. Oh, er weint schon wieder. Nein, weint doch nicht. Oh, wie er seine Knöchel schon wieder knacken lässt hier. Habt ihr das gehört oder gesehen? Das ist nicht cool, Theobald. Warum trägt er eigentlich so eine Maske? Ich weiß, es soll hier irgendwie so Shakespeare-Feeling rüberbringen, aber ich bin jetzt nicht der größte Fan von diesen Masken, ehrlich gesagt. Auch bei den Sommertraums nicht. So, okay. Wie läuft's hier? Also, hier ist noch ein Essen für Romeo. Ich glaube, da können wir die Reste weglegen, weil Romeo scheint gerade nicht an meinem Abendessen interessiert zu sein. Was ich ein bisschen schade finde, aber gut. Theo, komm mal hier. Was machst du denn da schon wieder? Was machen die denn jetzt schon wieder? Ihr seid doch so doof. Echt, lasst euch doch mal gegenseitig in Ruhe. Dankeschön. Theobald, komm her und iss dein Abendessen jetzt. So, und Julia, du kannst dich jetzt von Romeo mal verabschieden. Der arme Kerl sollte nach Hause gehen. Hier, du kannst ihn noch mal kurz umarmen. Vielleicht fühlt er sich dann ein bisschen besser, der Arme. Oh, so süß. Hier, gib ihm auch noch einen Abschiedskuss. Oh, die Arme sehen ein bisschen ungesund aus allerdings. Und dann könnt ihr euch verabschieden. Oh, auch richtig süß. Wie sie seufzen. Und gleich noch einen Abschiedskuss hinterher, da habt ihr recht. Man muss sich auch anständig verabschieden. Sie kennt sich gar nicht mehr aus. Erstmal, ja, fächer dir erstmal ein bisschen Luft zu, da hast recht. Nicht, dass du hier noch in Ohnmacht fällst, das wäre ja fürchterlich. Ach, richtig süß. Okay, jetzt ist die Frage, wer schläft wo? Ich weiß jetzt nicht, ob ich irgendwie rausfinden kann, welches Schlafzimmer wem gehört, ehrlich gesagt. Aber ich weise ihr jetzt einfach mal das hier zu. Wieso kannst du dich nur entspannen? Ah, okay. Weil sie noch nicht müde genug ist. Hatte ich da nicht einen Mod dafür oder was? Weiß es nicht. Dann kriegt Hermia das hier drüben. Und Theobald kriegt das hier mit der wilden Bettwäsche. Und Kai schläft sowieso in seinem normalen Zimmer. Aber die können jetzt wohl noch ein bisschen wach bleiben, weil keiner von denen ist müde. Ist da eigentlich noch was drin? Oh ja, da ist noch was drin. Dann stell das mal in den Kühlschrank, lieber Kai. Eigentlich bräuchten die einen Butler oder sowas, der für sie kocht. Keiner von denen kann kochen. Ich frage mich, wie die sich bisher ernährt haben. Das frage ich mich wirklich. So, wir stören erstmal Julia auf dem Klo. Sie möchte aufs College gehen und sie möchte einen Fähigkeitenpunkt erhalten. Hast du denn schon Fähigkeitenpunkte? 2 Charisma-Punkte. Okay, und haben wir, wo ist denn das Inventar nochmal? Oh, sie hat erstmal Musik angemacht. Ah, hier. Neuropsychonikum. Okay. Ich habe schon wieder vergessen, was ich im Inventar eigentlich wollte, aber ist okay. Ah, jetzt kann sie schlafen. Dann geh mal schlafen. Nee, sie will erstmal hier den Schlambada tanzen, alles klar. Wir schalten das jetzt mal aus, Julia. Wir schalten die Musik aus und gehen ins Bett. Dankeschön. Oh, voll der coole Schlafanzug. Warum haben wir sowas Cooles für Sims 2 nicht mehr, für Sims 3 nicht mehr bekommen? Richtig sad. So, dann schicke ich jetzt die anderen auch nochmal kurz ins Bett. Wenn ich es schaffe, mich dahin zu navigieren, wo ich hin möchte. Ah, Theo sitzt gerade auf dem Klo, alles klar. Hermia? Hermia, du darfst schlafen gehen. Was machst du? Ach, sie spült gerade ab, okay. Theo, du gehst hier schlafen. Und Kai, kannst du schon schlafen gehen, Kai? Du kannst auch noch kurz aufs Klo gehen und dann darfst du ebenfalls schlafen gehen.
um 1 Uhr morgens. Oh mein Gott, ich fliege die ganze Zeit irgendwo hin, wo ich nicht hin will. Aber wir kennen das Problem ja, wir kennen es ja. Okay. Cool. Hermia ist ins Bett gegangen. Ja, also ich finde, dieses Zimmer sieht aus, als würde es Hermia gehören mit ihrem edgy Make-up. Oh mein Gott, ich komme einfach nicht dahin, wo ich hin will, aber na gut. Vielleicht muss ich einfach alles ein bisschen aus einer größeren Distanz betrachten. Julia ist auch ins Bett gegangen. Oh, aber ihre Energie ist schon richtig weit oben. Ich hoffe, dass sie dann nicht aufstehen, sobald sie ausgeschlafen sind, weil ich kann mich noch erinnern, dass das ein Problem war. Ich meine aber, dass ich dafür auch tatsächlich einen Mod installiert habe, dass sie einfach liegen bleiben und nicht mitten in der Nacht random aufstehen, einfach nur, weil die Energie voll ist, weil das ist ultra nervig. Super nervig. Wir sehen es ja gleich. Oh, warum ist ihre... Wie heißt diese Anzeige nochmal? Das ist die Laufbahnanzeige, genau. Hä? Was denn hier schon wieder? Was? Ich hoffe, ihr habt das gesehen und die Kamera hat das hier gerade nicht verdeckt. Ich glaube, Romeo hat einfach hier gerade unsere Zeitung gestohlen, weil er keinen Bock auf Theobald hat. Alles klar. Also, wo war ich gerade stehen geblieben? Genau, diese Anzeigen. Also, hier haben wir die Launenanzeige. Dann haben wir hier die Laufbahnanzeige. Hermias Laufbahnlevel ist missratene Göre. Oh, und ihr Lebenswunsch ist 20 Welpen oder Kätzchen großziehen. Sie will also eine verrückte Katzenlady werden. Alles klar. Dann haben wir daneben die Lebenszeit-Laufbahnanzeige. Was war denn das nochmal? Wie schnell deine Lebenszeit-Laufbahnanzeige ansteigt, hängt vom Niveau deiner Laufbahn ab. Sie kann sogar abnehmen, wenn deine Bedürfnisse nicht erfüllt werden und du deiner Laufbahn nicht genügend nachgehst. Okay, was ist da jetzt der Unterschied zu der Laufbahnanzeige? Ich weiß es nicht. Und dann haben wir hier die Einflussanzeige. Die steigt mit den Freunden an. Daran kann ich mich erinnern. Aber ich weiß noch nicht ganz genau wieder, was die in der Mitte macht. Aktueller Level, tölpelhafter Tu nicht gut. Oh, schön. Bei Julia sieht das Ganze aber deutlich besser aus. Sie hat hier Laufbahnlevel Glanzstück der Familie und sie möchte Bildungsministerin werden. Das passt richtig gut, finde ich. Das passt richtig gut. Ja, sehr cool. Dann würde ich sagen, wir gucken nochmal ganz kurz. Aber es scheint so, als würde sie tatsächlich liegen bleiben, was ich echt sehr gut finde. Wann kommt der Schulbus? Um 8. Ja, dann stehen wir vielleicht jetzt um 5 auf. Was meinst du, Julia? Wir stehen mal auf und sorgen für Frühstück, glaube ich. Genau. Haben wir eigentlich eine Haushaltshilfe? Wir machen gefüllte Waffeln als Frühstück und brennen hoffentlich nicht das Haus nieder. Und wir sollten hier vielleicht... abspülen kann eigentlich auch echt jemand anders. Ganz ehrlich, das kann Hermia machen, wenn sie aufsteht. Hermia, komm mal und spül ab. Steht die jetzt auf, wenn ich ihr eine Aufgabe zuweise? Oder? Ja, genau. Mhm, perfekt. Wunderbar. Ich bin ja gespannt. Ich kann mich gar nicht mehr genau erinnern, aber ich meine, dass Privatschüler auch so eine Uniform haben. Oh, das ging ja super schnell. What? Das war ja hier Lichtgeschwindigkeit. Okay, dann kann Theobald zum Essen kommen. Ist der schon ausgeschlafen? Ja, die sind alle ausgeschlafen. Perfekt. Kai kann auch zum Essen kommen. Hermia, du kannst hier... Was machst du denn? Das riecht gut. Okay, du kannst dir den Teller hier grabben. Und dann müssten eigentlich alle tatsächlich auch schon schulfertig sein. Wir haben aber noch 2 Stunden, bis der Schulbus kommt. Das geht ja mega schnell. Richtig gut. Kai oder... Nee, Julia kann das auch machen. Du kannst dann das hier wieder in den Kühlschrank stellen. Und dann muss irgendjemand duschen oder so. So ein bisschen müssen alle duschen, außer Kai. Aber jetzt nicht dramatisch. Ich finde es auch super cool, dass sie sich beim Essen unterhalten. Ich meine, das machen sie in den späteren Teilen auch, aber ich weiß nicht, ob es das in Sims 1 gab. Ich glaube, das war schon eine Neuerung, so diese Art von Multitasking. Richtig cute. Aber sie essen schon auch eine Weile. Es dauert eine Weile. Nicht so unfassbar lang wie bei Sims 4, wo ich das überhaupt nicht aushalte. Wenn die beim Essen noch was anderes machen, dann raste ich komplett aus, weil sie einfach für alles dann so lang brauchen. Also da, in dem Fall finde ich das Multitasking dann wieder nicht mehr so geil. Ah ja, okay, also sie futtern jetzt schon eine Weile, sag ich mal. Die waren jetzt da fast 1,5 Stunden gesessen, glaube ich. Aber gut, ich meine, es ist zeitlich alles noch sich ganz gut ausgegangen. Dann darfst du noch kurz auf die Toilette gehen, Julia. Und dann bin ich gespannt, ob sie sich eine Schuluniform anziehen. Ach, jetzt macht sie auch noch den Abwasch. Okay, aber jetzt schnell. Jetzt, mach doch jetzt nicht noch... Moment, ach, ich habe Hermia aufs Klo gesteckt, statt Julia. Okay, alles klar. Okay, jetzt müsste gleich der Schulbus kommen, oder?
Ach nein, heute ist ja Sonntag. Ich bin ein Idiot, heute ist Sonntag. Mann, und ich habe mich schon voll auf die Schule gefreut. Sonntag 8 Uhr. Naja, okay. Ich glaube, ich würde jetzt diesen ersten Part an dieser Stelle mal beenden. Mit diesem Blick auf die wunderschöne Julia. Ich hab keine Ahnung, wie lange ich jetzt aufgenommen habe. Aber ich glaube so, weiß ich nicht, 25 bis 30 Minuten sind, glaube ich, eine gute Zeit. Mir hat es ultra viel Spaß gemacht, dieser erste Tag in Sims 2 wieder. Ich muss wieder ein bisschen reinkommen, vor allem mit der Steuerung. Aber ich glaube, das wird richtig, richtig cool. Beim nächsten Mal machen wir es dann auf dem Weg auf die, zur nächsten Tauni-Familie. Ich glaube, das müsste dann Familie Monty sein. Ich möchte auf jeden Fall jede Familie einmal so ein bisschen anspielen. Und dann bin ich mir noch nicht sicher, wie es weitergeht, ob wir uns dann auch vielleicht eine eigene Familie erstellen. Ich hatte auch die Idee, dass man das dann so ein bisschen wie die EP Legacy Challenge macht. Das heißt, dass man über mehrere Generationen spielt und dann ja einfach mal alle Erweiterungspacks so ein bisschen austestet. Oder alternativ so eine Art Familiendynamik-Challenge, wo man quasi zum Beispiel eine Woche lang jede Familie spielt und dann wechselt, damit die ganze Nachbarschaft mitaltert. Aber da bin ich mir noch nicht zu 100% sicher. Lasst mir da auch gerne eure Gedanken mal in den Kommentaren da. Das würde mich sehr, sehr interessieren, was ihr so für Ideen habt für unser Sims 2 Let's Play. Das war es erstmal von mir. Es hat mich sehr gefreut, dass ihr wieder mit am Start wart. Wenn es euch gefallen hat, wie immer, gerne lasst einen Daumen nach oben da und natürlich ein Abo, wenn ihr das noch nicht getan habt. Ich wünsche euch ein wunderschönes Wochenende und wir sehen uns ganz bald in einem neuen Video. Bis dann. Tschüss!